Das ist Johnny. Er wohnt in Catskill, einem Provinzstädtchen 3 Autostunden nördlich von New York City. Mit der Schule hat es Johnny bisher nicht besonders genau genommen. Hat oft geschwänzt, wie viele andere auch in Amerika, um die sich keiner kümmert. Es war ihm lieber, sich ohne Pflichten und ohne Ziel im Städtchen herumzutreiben, Freunde zu besuchen und zu sehen, ob nicht da oder dort ein Job zu machen ist. Für einen Dollar oder ein paar Cent. Wie bei Joe, mit dem er vereinbart, später wieder vorbeizukommen und sauber zu machen. Yeah. Okay, I'll see you. Seit kurzem aber hat Johnnys Leben einen Inhalt bekommen. Und trotz seiner 8 Jahre weiß er jetzt auch genau, was er einmal werden will. Boxweltmeister. Ein paar junge Amateurboxer und solche, die es einmal werden wollen, trainieren täglich im ehemaligen Ballsaal von Catskill, den der legendäre Trainer Castamato mit Hilfe einiger Freunde in ein Boxstudio umfunktioniert hat. Seit ein paar Tagen kommt auch Johnny regelmäßig hierher. Castamato hat es ihm erlaubt. Er spürt, wie wichtig das für Johnny ist. Johnny zeigt ihm stolz das Bild auf seinem T-Shirt. Wer ist das denn, fragt Cass. Muhammad Ali. Kennst du ihn? Nein. Komm mal mit. Da ist er. Und wer ist das? Castamato. Das Wichtigste, was ich Ihnen beibringen kann, ist die richtige innere Einstellung, sagt Castamato. Egal, was einer tun will, er muss es wirklich wollen und dann auch mit Konsequenz tun. Wenn das einer gelernt hat, kann er anfangen, etwas zu werden. Boxer oder sonst irgendwas. Die meisten begreifen das. Sogar Johnny, der hofft eines Tages auch, von Cass trainiert zu werden. Oh, no. And that's the way it's got to be all the time. Right. When you're moving, like this, see? So musst du dich bewegen, immer nur so. Dann kann dich der Schlag nur am Arm treffen. If you throw the punch at me and I misjudge it, right. I'll hit you on the arm. But if I got it this way, like some. Aber wenn ich so mache, wie du manchmal, dann trifft mich der gleiche Schlag hier. Well, I'll catch me here. Right there, yeah. Also, nimm die Fäuste hierher. That's right. Relax your head. Relax the body. Relax. Selber geboxt hat Castamato nie, wegen einer Augenverletzung. Aber seit seinem 20. Lebensjahr bringt er anderen das Boxen bei. Die Hauptlast der Alltagsarbeit hat jetzt allerdings Teddy Atlas übernommen. Schlag mit mehr Absicht zu und glaub an dich. Der spürt, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Und täusch ihn mal anders, doppelt. Was du brauchst, ist Selbstsicherheit. Du bist ein guter Kämpfer, aber an deiner Einstellung hier fehlt es noch. An Selbstsicherheit und Entschlossenheit. Wie heißt die Regel? Nur einmal zuschlagen, wenn du zweimal treffen kannst? Also, dann gib ihm auch 2 und nicht nur 1. Very good, Dan. Very good. That's the way to put them together. See? Put them together, Dan. Für die meisten der Boxerlehrlinge bedeutet die Betreuung durch Cass und Teddy die große Chance, aus einer wenig hoffnungsvollen Lebenssituation herauszukommen. Nach seinem langen und einsamen Kampf gegen die Mafia-Herrschaft im amerikanischen Boxsport hat sich D'Amato völlig verarmt nach Catskill zurückgezogen, ins Haus einer Verwandten. Seither kümmert er sich ständig um etwa 20 junge Burschen, meistens solche, die in einer kritischen Situation waren oder sind. Für einige hat er die Vormundschaft übernommen. Und ein paar von ihnen leben im Haus mit ihm, wie Söhne oder Enkel. Nur wenige seiner Schützlinge hat sich Cass selbst ausgesucht. Die meisten wurden ihm von anderen anvertraut. Von Freunden, von Sozialbehörden und auch schon mal von Richtern, die sich von seiner Betreuung ein besseres Ergebnis versprechen,
als von einem Aufenthalt in einer Erziehungsanstalt oder im Gefängnis. Der Einzige hier am Tisch, der nur ans Boxen denkt, ist Frankie Minchelli. Ich habe ja nichts dagegen, dass ihr an Mädchen denkt, aber nicht bei Tag und Nacht wie in letzter Zeit. Gerade du. Vorhin hast du gesagt, ich denke ans Boxen. Vorhin, nicht mehr jetzt. In dem Augenblick nämlich, wo das anfängt, euer Training zu beeinflussen, wird's für mich wichtig. Und ich hau auf den Tisch. Wenn einer bei dem, was er tut, seinen gesunden Menschenverstand benutzt, gibt's auch keinen Ärger. Das gilt besonders im Hinblick auf Mädchen. Neulich, als ich mit einem Mädchen geredet habe, sagte ich mir, tu lieber die Finger weg. Cass mag das nicht. Tu sowas nicht nur, weil ich es gesagt habe. Pass auf. Wenn du etwas tust, nur weil ich es gesagt habe, bist du ein Narr. Du sollst es tun, weil das, was ich gesagt habe, richtig ist. Und weil du begriffen hast, dass es richtig ist und gut für dich. Es ist ein Unterschied, ob einer was sagt oder was tut. Und wenn du ein guter Boxer werden willst, wie du immer sagst, dann sag es nicht nur. Oder du oder irgendeiner. Kostet ja nichts, irgendwas zu sagen. Aber ihr bringt mich nicht dazu, das zu glauben, was ihr sagt. Ich halte mich an das, was einer tut. Dann glaubst du also keinem von uns? Was ich glaube und was ich denke, behalte ich für mich. Und wenn ihr denkt, ihr könnt mich zum Narren halten, dann habt ihr euch getäuscht. Das kann ich euch versichern. Ich bin 75 Jahre alt und ich bin mit Boxern zusammen, solange ich mich erinnern kann. Wenn also einer von euch denkt, er kann mir irgendetwas vormachen, ist ja möglich, alles ist möglich auf dieser Welt. Wenn also einer denkt, er kann mir was erzählen, was ich nicht längst gehört, gesehen oder gewusst habe, der irrt sich gewaltig. Cass weiß genau, wie sie über seine Moralpredigten denken. Er weiß aber auch, dass ein bisschen von dem, was er sagt, immer in den Köpfen zurückbleibt und dort auch weiterwirkt. Der kleine Johnny kriegt in seiner Mittagspause keine Moralpredigt gehalten. Er kriegt auch kein Mittagessen. Johnny hat 5 Geschwister. Jedes der 6 Kinder hat einen anderen Vater. Keiner von ihnen lässt sich blicken und keiner zahlt auch nur einen Dollar Unterhalt. Johnnys Mutter ist 29. Wie die meisten Leute in Catskill ist sie hier geboren und noch nirgendwo sonst gewesen. Sie überlegt gerade, was sie für sich und ihre Kinder zu Mittag braucht. Ist das mein T-Shirt? Fragt Johnny. Sieht das aus wie deins? Deine sind oben. Er ist ein großer Faulpelz. Also bring mir eine Dose Root Beer und Soda. Root Beer Soda. Give me a bottle of it. Eine Flasche. A bottle cake. Eine Flasche Kuchen. Keine Flasche Kuchen. Wenn du mit meinem Geld spielst, spielst du mit meinem Verstand. Mit der Wohlfahrtsunterstützung kommt Johnnys Mutter hinten und vorn nicht hin. Aber sie hat genügend Fernfahrerbekanntschaften. Johnny macht es Spaß, über CB-Funk auf Kundenfang zu gehen. Hier ist der kleine John. Sag, du bist Big Mamas Sohn. I'm Big Mamas son. Sag ihm, er kriegt etwas Kaltes und was Heißes, wenn er heute Abend kommt.
I said my mother will give you a cold one and a hot one tonight if you come down. Down, I'll be down. Ich werd kommen. Okay. Come right away, y'all. I'm on the way, Tella. Bin schon unterwegs. Okay. Be down here. Quick, move on. Watch this stuff. Beeil dich aber, wir wollen zugucken. Das ist unser Haus. Gefällt's dir? Was heißt hier nein? Ich zeig dir's. Hier wohnen die Rock'n'Roll-Burschen. What's that screen? Wozu ist die Leinwand? It's a screen to show the fight films on. Wir schauen uns alte Boxfilme an, mit den Boxern von früher. All fight films, all the old time fighters. See? Habt ihr was von Muhammad Ali? Yep. We got Muhammad Ali. There's a lot of different ones. Klar, eine Menge. Teddy got any Sugar Ray Leonard? Und Sugar Ray Leonard? No, that's too early. We got more. Nein, aber hier, von dir. This one, John Lau. Someday maybe. Vielleicht eines Tages. Niemals. Sag das nicht. Wenn du es nicht probierst, wirst du es nie schaffen. Alle haben irgendwann angefangen. Klein. Wie du. Und mit deinem Traum. Als Teddy hierher kam, wollte er Boxer werden. Ich trainierte ihn. Und er wurde ein Boxer. Er gewann jeden Kampf durch K.O. und es sah aus, als könnte er eines Tages groß rauskommen. Aber dann bemerkte ich, dass er oft zusammenzuckte und das Gesicht verzog, vor Schmerzen. Wenn ich wissen wollte, was los ist, sagte er nur nichts. Aber ich fand raus, dass er ein ernsthaftes Rückenleiden hatte. Und ich überlegte mir, aus ihm einen Trainer zu machen. Und ich stellte fest, dass er wirklich Talent dafür hatte. Er ist der geborene Lehrer. Er ist motiviert durch sein großes Interesse am Boxen. Und er ist ein Mensch, der anderen helfen will. Besonders Kindern. Sie haben großes Vertrauen zu ihm. Und sie werden oft enge Freunde. Show me what you've been taught so far. Come on. How about twisting? No, the slip and the punches. You know how to get away from my jam. Don't pull away, though. You go too fast now. Hold this glove like this. Teddy kommt aus Staten Island, einem Stadtteil von New York. Mit 16 fing er an zu boxen. Wenig später hat er dann erlebt, wie schnell es gehen kann, auf die schiefe Bahn zu geraten und abzusacken. Aber der Richter schickte ihn nicht ins Gefängnis, sondern zu Cass nach Catskill. Damals war Teddy 18, jetzt ist er 26. Für die meisten hier ist er zur wichtigsten Bezugsperson geworden. Für die Kleineren ohnehin, aber auch für die Größeren. Zum Beispiel für den 16-jährigen Mike Tyson, der mit Abstand das größte Boxtalent im Club hier ist. Teddy fasziniert es, mit ihm zu arbeiten. Möglicherweise ist das für ihn ein notwendiger Ausgleich für das Verzichten müssen auf eine eigene Boxerkarriere. That's good. Keep it going for a while, like boom, boom, moving, the bop, 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 moving, bop, 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 moving, hit again. You know what I mean? Keep it going. Mike Tyson wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf. Wie viele andere dort ging er so gut wie nie in die Schule. Er trieb sich auf der Straße rum und schlug sich, im wahrsten Sinne des Wortes, durch. Mehr schlecht als recht, bis er mit 13 in eine Erziehungsanstalt eingewiesen wurde. Aber auch dort gab es Schwierigkeiten.
Und der Heimleiter kam auf die Idee, ihn zu Cass zu schicken. Bist du mein Freund? Mein Freund. Mhm. Mein Bester? Mhm. Und du passt auf in der Schule? Ein bisschen zu kantig. Aber wenn du den Schlag so bringst, kann ihn nichts in der Welt aufhalten und du wirst den Burschen mit einem Hieb schaffen. Du musst hier hinzielen. Er nimmt wahrscheinlich den Arm runter und dann unten linken Haken. Du kannst drei perfekte Schläge landen, falls er noch gerade steht. Das ist es. Merkst du es? Du musst immer so schlagen, dass du ihn triffst und er dich nicht. Das ist die ganze Wissenschaft vom Boxen. Merk dir, von der Seite kannst du den härtesten Schlag landen, weil du weißt, dass er dich nicht treffen kann. Du kannst also die Bombe loslassen mit aller Kraft, die du aufbringen kannst. Wir alle trainieren gern, hauptsächlich den schwierigeren Teil. Das Körperliche ist leicht. Schwer ist das mentale Training. Man muss es immer und immer wiederholen. Das macht den Körper nicht stärker, sondern die innere Einstellung. Die Leute meinen, man bringt sich nur körperlich in Form. Manche können körperlich total außer Form sein. Wegen ihrer inneren Einstellung sind sie trotzdem besser als einer, der nur körperlich in Form ist. Cass hat mir das einmal klar gemacht. Nicht mit den gleichen Worten, aber ich verstehe es jetzt. Es geht mir immer im Kopf rum. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, sehe ich mir einen Film an. Ich spreche ihn mir ein. Ich gehe ins Bett, sehe die Bilder vor mir und denke über Boxen nach. Dann wache ich auf, gehe zur Schule, mache alles, was ich machen muss, komme zurück und fange das gleiche Leben wieder von vorne an. Armstrong weighed in at 142. Gosha, 11 and one half pounds heavier. Henry Armstrong on the left, looking to be the first man to win 4 World Championships. He's already held the featherweight, lightweight, and welterweight championships of the world. They're at Gilmore Stadium, Los Angeles, California, March 1st, 1940. This is the second time these two men have fought. In their first fight, November 25th, 1938, at Madison Square Garden in New York, Armstrong won a 15-round decision. Gosha is 5 feet 7 inches tall. Armstrong, 5 feet 5 and a half inches tall. Henry Armstrong's style here is typical of him. Head down, on the chest of his opponent, wailing away to the body, and then shifting to an attack to the head. Gosha trying to hold him off, trying to push him off. But Henry Armstrong stays right in close. Johnny hat in Cass' Haus die Zimmer der Boxer gesehen. Seitdem macht auch er jeden Morgen sein Bett.
Seit Johnny weiß, dass er Boxer werden will, strengt er sich sehr an, möglichst alles genauso zu machen wie sie. Besonders wie Cass, Teddy und Mike. Zu einem richtigen Boxerfrühstück allerdings wird er so schnell wohl nicht kommen. Krieg ich auch einen Keks? Fragt Johnny. Die kosten $1.89. Ich bin mehr wert. Erzähl mal, wo Teddy wohnt und wie das Haus aussieht. It's a mansion. Ist eine Villa. Where is it? Und wo ist sie? In the town? In der Stadt? Weiß nicht. What about Gus? Und Cass? Cass wohnt in the same Cass wohnt da, wo Teddy wohnt. What's the inside of it look like? Und wie sieht's innen aus? Looks like a mansion. Wie eine Villa. Schwimmst du dort? Hast du nicht gesagt, dass Teddy einen großen Pool hat? I don't know. Weiß nicht. What? Show me what you do in the gym. Zeig mal, was du im Boxclub machst. Why? Because I want to see it. Warum? Weil ich sehen will. Zeig's richtig. I messed up. Do it seriously. I am. Tu ich doch. Stehst du dort auch nur rum und lachst? When you're doing it down in the gym, do you stand there and laugh? Sometimes. Manchmal. Why? Warum willst du eigentlich Boxer werden? Why do you want to become a boxer? Because I don't want to. Ich will halt. That's not a good answer. Das ist keine Antwort. It's good with me. Für mich schon. Excuse me. Und was willst du machen, wenn du Boxer geworden bist? What would you like to do after you become a boxer? Box still. Boxen halt. I don't know how I could put it for you to understand. Wie soll ich es ausdrücken, dass du mich verstehst? Would you like to make a career? Willst du eine Karriere draus machen? Of course. Klar. Mal sehen, ob Teddy da ist. Um 8 bist du da. Ja. Nein, um 5. That's what you saw, Gary. You're staying there. That's good. Move fast. Don't talk too many. That's quicker. Gary Young im roten Hemd und Maine Moore sind beide 14. Sie müssen oft gegeneinander kämpfen. Cass und Teddy machen das ganz bewusst. Und ganz bewusst ist Gary heute auch der Bevorzugte. Früher machte ihnen sowas Probleme, jetzt nicht mehr. Sie sind gute Freunde geworden und verbringen den größten Teil ihrer Freizeit gemeinsam. Gary, Maine und auch die anderen träumen manchmal von einer Boxerkarriere. Für sie ist damit die einzige Möglichkeit verbunden, später einmal ein bisschen mehr zu verdienen, als nur ein Existenzminimum. Dann bezahle ich meine Schulden und kaufe mir neue Turnschuhe. George kaufe ich ein neues Auto, Jigger einen Haarschnitt, Gary eine neue Brille und für mich ein paar Frauen. Maines Mutter, Annie, hat einen festen Job als Alleinköchin in einem Lokal, 40 Kilometer von Catskill entfernt. An den Wochenenden fährt Maine immer mit und hilft ihr. Als Maine geboren wurde, war seine Mutter 15. Sein Vater ist seit Jahren spurlos verschwunden. Annie verdient etwa 350 Mark die Woche, bei einem 12-Stunden-Tag. Montags hat sie frei. Von November bis Februar hat das Lokal geschlossen und Annie muss stempeln gehen. Da heißt es Haushalten. Das ist für die Rechnungen nächste Woche. This is not
Nice for the gas. Das ist für Benzin. This is Maine's to go in the bank. Das ist für Maine, auf die Bank. Und das ist mein Einkaufsgeld. Später will ich mal reich werden. Ich bin nicht geldgierig, ich will halt reich werden. Und wenn ich was will, strenge ich mich sehr an, um es zu schaffen. Wenn ich meine Mutter, Teddy und Cass versorgt habe, meinen Vater kannst du vergessen, nehme ich das Geld und haus raus. Aber bevor ich es raushaue, muss ich etwa 30 Millionen Dollar haben. Nah, make it 30 billion. Nah, make it a trillion. After a trillion. Mehr muss es nicht sein. Jeden Abend verputze ich dann 100, nein, 1000 Dollar mit Spielautomaten. Just blow it on electric games. How you doing, Johnny? Very good. Okay, John. Catch you tomorrow. Yes, see you tomorrow. Thanks a lot. I'm gonna buy 32 cars almost if I'm rich. Ich kaufe mir 32 Autos, fast, wenn ich reich bin. 21 Transams. 21 Transams. 2 Cadillacs. 2 Cadillacs. 3 Camaros. Und ungefähr 3 Camaros. I guess that's all. Ich glaube, das ist alles. Das wird Tausende von Dollars kosten. It's gonna cost thousands and thousands of dollars. Maybe. Vielleicht noch ein ganz eigenes Haus für mich allein. Let's see. Very own house of my own, some slaves. Und Sklaven. I whip them to death. Die peitsche ich zu Tod. I just feel that way. Ich will das halt. But I won't do it though. Aber ich werde es wohl doch nicht tun. Cook for me. Sie sollen kochen für mich. Go shopping for me. Und einkaufen. Do all that stuff. Und alles das. Teddy fährt mit einigen seiner Schützlinge einmal im Monat zum Boxen nach New York City. Der Apollo Box Club, zu dem sie immer fahren, liegt in der South Bronx, dem wohl schlimmsten Stadtteil in den Vereinigten Staaten von Amerika. Um hier unbehelligt durchfahren und aussteigen zu können, muss man schon die richtigen Leute kennen. Aber Cass, der in der Bronx aufwuchs, und seine Buben von Catskill stehen unter besonderem Schutz. Boxen hat hier schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Der Apollo Club liegt in einem überwiegend von Puerto Ricanern bewohnten Viertel. Er ist einer unter vielen. Ärmlich, schäbig, eng und nicht unbedingt mustergültig in der Einhaltung von Behördenauflagen und Boxverbandsvorschriften. Doch darauf kommt es hier nicht an. Hauptsache, es kann geboxt werden. Die Stimmung ist gut für die Leute, die für einen Dollar Eintritt ihre Söhne und die ihrer Freunde und Nachbarn siegen sehen wollen. Für Maine und seine Freunde sind die Erfahrungen wichtig, die sie hier machen können. Wir haben eine Menge Funktionäre im amerikanischen Boxverband. Die sollten mit einem Ringarzt herkommen, ohne den wir nicht anfangen dürfen. Tun die aber nicht. Wahrscheinlich haben sie Angst in der Bronx, also fangen wir ohne sie an. Ich habe keine Angst in der Bronx zu sein, bei den Buben hier.
Zeig, was du kannst. Ducken, ausweichen und die linke gerade. Gut, Maine. Brauchst noch Selbstvertrauen. Aber das kommt. Schlägst sie ja alle. Your mind is not on your work. Du bist nicht bei der Sache. Your mind is not on your work. And something distracting you. Irgendwas lenkt dich ab. Hallo, junger Mann. Komm her. Hat deine Mutter irgendwas zu dir gesagt? Nein. Bist du sicher? Manchmal frage ich mich, ob du mir auch immer alles sagst. Tust du das? Nein. Du erinnerst mich an Mike, als er hier ankam. Bis zu einem gewissen Grad seid ihr ähnlich. Er hat viel dazugelernt. Er ist auch ein guter Boxer. Glaubst du? Und warum? Weiß nicht. Du musst doch einen Grund haben. Weil er jeden K.O. schlagen kann. Das ist ein sehr guter Grund. Mike Tyson in Colorado. Jedes Jahr findet hier eine nationale Jugendolympiade statt. Mike nimmt zum zweiten Mal teil. Vor einem Jahr hatte er einen sensationellen Triumph. Er wurde Juniorenmeister im Schwergewicht. Kämpfe wie ein hungriger Tiger, schlau und überlegt. Mit der linken Geraden, wie Armstrong. Und vergiss die Deckung nicht. Noch ist Mike nicht dran. Entspann dich. Ist ein Kampf wie jeder andere. Hast du schon 20 Mal gemacht. Und mit viel besseren Boxern als hier. Du hast allen Grund, stolz zu sein. Mach weiter wie bisher. Lass dich nicht kaputt machen, auch von deinen Gefühlen nicht. Vergiss das nicht. Don't let things mix you up, that's all.
Let's go get ready for a fight. Come on. Komm jetzt. Ein Held hat genauso viel Angst wie ein Feigling, sagt Castamato. Sie fühlen genau das Gleiche. Der Unterschied liegt allein in dem, was sie tun. Der Kampf um die Jugendmeisterschaft im Schwergewicht wird vom Fernsehen übertragen. Both fighters have been very, very impressive. A very experienced Mike Tyson, who was a champion from last year, has been in national competition in Junior Olympics, has had 5 bouts and 5 knockouts. Du bist der Champ. Sei schlau wie ein Tiger. Tyson, at the very beginning, was something that he did. I think it was pushing. There's a right hand. There's a left. A right moving hand. He's involved. He's got him in the corner. He's working on him. That head goes up, he's going down. Another right hook to the body by Tyson. Very, very strong boxer, Tyson. Tell you, very, very strong. Brown has taken some vicious punishment and held on. He's still in there. I don't think he's... There's another right by Tyson. It's just left right. He's giving a... Patel's coming in. Look at old Tyson jump on the ropes. That is it. They threw the towel in. Threw the towel in. He didn't want to see his boxer hurt. I think the towel hit the canvas about 35 seconds into the fight. Look at old Tyson. He's rolling on the ground with joy. 6 bouts, 6 knockouts. Referee stopped the contest. Mike coach stopped the contest. Both filled with emotion. Hey, you got a lot of guts, too. Du hast eine Menge Mut. Mach weiter so. Er ist zweimaliger Landesmeister. Auch dein Tag wird kommen. Hast eine Menge Mut. Ganz stolz auf dich sein. You have a lot of guts. A lot of guts. A lot to be proud of. You too. Here's the announcement. Mike Tyson, number one, the red corner, Mike Tyson. Undefeated in 2 years. Mike hat sich selbst und allen anderen bewiesen, dass er es schaffen kann. Die Sportreporter sagen ihm eine gute Zukunft voraus. Mike und Teddy sind aus Colorado zurückgekehrt. Im Catskill ist wieder normaler Alltag. Johnny und Teddy haben sich lange nicht gesehen. Teddy will wissen, was er die ganze Zeit über gemacht hat. Und Johnny sagt ihm, dass er sehr gewartet hat. Er hat oft beim Training zugeschaut. Und immer wieder Cass gefragt, wann Teddy endlich zurückkommt. Vielleicht nehme ich dich eines Tages mal mit. Wenn ich mal Weltmeister bin. Wenn du Weltmeister bist, können wir überall boxen. In Florida. Oder wenn du in Europa boxen willst, in Frankreich, dann boxen wir dort. Wenn du der Beste bist, kannst du eine Menge machen. Aber um der Beste zu werden, musst du sehr hart arbeiten. When you're the best, you can do a lot of things. Remember that. Like Kevin. Yeah, but you gotta, to be the best, you gotta work hard. It's a lot of work. Wenn ich mal Weltmeister bin, will ich nie in Japan boxen oder China. Wenn ich dort Yeah sage oder so, versteht mich ja keiner.
Die sehen gut aus. They look good. Und sie machen dich schneller. You look faster. Die Alten kommen in die Schachtel. Die kommen zum Müll. Die beiden haben ein Abkommen getroffen. Dafür, dass Johnny die neuen Schuhe trägt, muss Teddy ihn trainieren. Okay. Now, first thing we want, you gotta get yourself a good foundation, a good stance, a fighter stance. Also, zuerst die richtige Grundhaltung. That's it. Keep your knees bent. The weight on the balls of your feet. Good. Your hands up right below your eyes. Hände vors Gesicht. Ellbogen rein. Kopf runter. Keep your head down and remember one thing. Always remember that in order to do your best, you always gotta stick with it. Gotta stick with it, no matter what happens. Und vergiss das eine nie. Wenn du der Beste sein willst, musst du konsequent durchhalten, egal was ist. Sehr gut. Für dein Alter und deine Größe, sehr gut. Das musst du jetzt jeden Tag machen. Very good. For a kid your age and your size at 220, very good. And we gotta keep it up every day, right? Und in deinem Cadillac darf ich mal mitfahren. Das ist abgemacht. You gotta let me ride in your Cadillac. Alright? That's the agreement. And you stick with school. Und du gehst weiter zur Schule, klar? And do good, right? Nicht jeder wird ein richtiger Boxer wie Mike Tyson. Aber jeder strengt sich mächtig an, so gut zu sein wie möglich. Wir arbeiten mit ihren Gefühlen und mit ihrem Verstand. Und je früher einer zu uns herkommt, sagt Castamato, desto größer ist die Chance, ihm hier drin so viel beizubringen, dass er draußen auf den Beinen bleibt.